Sehr geehrte Zuhörende, sehr geehrte Zuschauende, ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Händel-Aufführungen an der Hamburger Gänsemarktoper. Ich möchte Ihnen die Partitur, mit der die Kleophida als Quelle überliefert ist, vorstellen. Und ich möchte schließlich ein paar Schlussfolgerungen versuchen, aus den Erkenntnissen, die daraus zu ziehen sind. Und ich hoffe, dass ich damit auch eine Diskussion anstoßen kann. Zu Beginn einige einführende Sätze. Mit Gründung und Eröffnung der Hamburger Oper im Jahre 1678 entstand ein für diese Gegend Europas einzigartiger Kulturträger in der Form eines hier bis dahin unbekannten Typs des kommerziellen musikalischen Theaters. Sein stehendes Ensemble aus Sängerinnen, Sängern, Tänzerinnen, Tänzern, Musikern und einem personell aufwendigen szenischen Apparat würden wir heute als Mehrspartentheater bezeichnen. Da es das ganze Jahr über dreimal wöchentlich die Musikliebenden und Schaulustigen empfing, diese Kunstempfänglichen in ihrer Zahl aber in Hamburg begrenzt waren, sah man sich bald gezwungen, einen umfangreichen Fundus an Stücken bereitzuhalten, die im Laufe der Jahrzehnte anwuchs und sich immer breiter, so wie auch das Publikum, nach Stilen, Gattungen und Genres auffächerte. Mit seinem Opernarchiv wurde diese Bühne zu einem Urmuster des bis in die Gegenwart lebendigen deutschen Repertoiretheaters. Im ersten Jahrzehnt ahmte man manches nach, was an höfischen Bühnen in deutscher Sprache zur Aufführung gelangt war. Damit schuf man eine durchaus bedeutende lokale Tradition, die auch auf die Region ausstrahlte. Mit Lullys Assis Egalité 1689 weitete man den Blick nach Frankreich auf die dortige königliche Musikbühne und mit Chestis Semiramide rückte ab 1693 das Ursprungsland der Oper Italien nicht mehr nur durch Sujets, sondern auch als fortwährender musikalischer Schrittmacher in Hamburg ein. Opernkomponist Johann Sigismund Kusser, zuvor in Stuttgart und Wolfenbüttel tätig, hob ab Mitte der 90er Jahre durch seine sorgfältigen Einstudierungen das professionelle Niveau der Ausführenden ganz entscheidend an. Und der mit ihm antretende musikalisch hochbegabte, einfallsreiche und empfindsame Reinhard Kaiser, der besonders die Nuancen von Liebe und Eifersucht ausdrucksstark darstellen konnte, wählte italienische Poesie und Musik zu einer Bereicherung der deutschen Oper. Von dieser Zeit an begriffen Musiktheoretiker und Praktiker, voran der seit Teenagerjahren auf der Bühne stehende Johann Mattheson, dass der Musikbühne neben dem Unterhaltungswert ein universaler Bildungsanspruch als einer hohen Schule der Künste und ausgesuchter Wissenschaften zukam. Mattheson war es auch, der 1703 den 18-jährigen Georg Friedrich Händel in die Hamburger Oper einführte. Nach gut einem Jahr musste er zur Kenntnis nehmen, dass dieser ihm zwar im Fechten unterlegen, im Opernkomponieren aber überlegen war. In seinem Händel gewidmeten Artikel in der Grundlage einer Ehrenpforte zog er 1740 rückblickend Bilanz. Ich zitiere: Inzwischen sind die händelschen Opern zum Teil, so wie die meisten abgefasst, in italienischer Sprache hier aufgeführt worden. Zum Teil aber durch Übersetzungen und Einflickungen der größesten Veränderung unterworfen gewesen. Das mag einen jeden Komponisten billig abschrecken, nichts von seiner Arbeit an solche Örter zu verschicken, da man nach eigenem Gutdünken verfährt und das Absens Karens spielet. Auch eine Lehre. In allem werden 19 oder 20 dramatische Stücke all hier in Hamburg von ihm, in London, aber vielleicht noch einige andere bekannt sein, daraus die Arien dort in Kupfer gestochen und ziemlich teuer sind.
Matthesons Zahl von 19 ist zutreffend, wenn man die frühen noch für Hamburg geschaffenen Opern mitzählt. Ich will sie hier in Kürze einmal durchgehen. Also zunächst die vier ersten deutschen Opern, auch mit italienischen Einschlüssen, nämlich die Almira, die übrigens im Jahre 1732 noch einmal aufgeführt wird, Nero, Florindo und Daphne. Dann gab es an der Hamburger Oper eine Pause von 7 Jahren und im Jahre 1715 erschien dann der berühmte Rinaldo, das Erstlingswerk von Händel in London, in einer Übersetzung von Barthold Feind, einem der wichtigsten Librettisten der Oper. Barthold Feind hatte sich zur Aufgabe gestellt, keine einzige Note der Oper von Händel zu ändern und hatte also auch die Rezitative in der Prosodie des Italienischen nachgedichtet. Eine Methode, die wir gerade in den zurückliegenden Jahrzehnten an unseren deutschen Theatern oft erlebt haben. Übrigens, der Rinaldo wurde dann 1727 noch einmal wieder aufgeführt, dazwischen natürlich auch. Aber für diese Wiederaufnahme 1727 wurde ein Intermezzo eingefügt, und zwar von Christoph Gottlieb Wendt, das war der Librettist, und von Telemann vertont mit dem Titel Buffonett und Alga oder Die manntolle alte Jungfer. Dann nach Rinaldo 1715 kam 1717 Oriana zur Aufführung. Dabei handelte es sich um Amadigi di Gaula. Die deutschen Rezitative wurden wahrscheinlich von Reinhard Kaiser komponiert. Im Jahre 1718 übernahm dann die Schott-Erbengemeinschaft, Schott war der Gründer der Oper gewesen, in Person von Johann Georg Gumprecht die Oper wieder, und er eröffnete seine Spielzeit mit der Agrippina, erstaunlicherweise mit dieser Oper aus Italien, und zwar wurde sie im Original gegeben. Am Ende seiner Amtszeit, das war im Frühjahr 1722, kam dann der Radamisto heraus, jetzt unter dem Titel Zenobia, und zwar übersetzt und die Rezitative komponiert von Johann Matheson. 1722 in der neuen Spielzeit übernahm ein Gremium von 5 Adligen und Diplomaten die Opernpacht, und während der 4 Jahre, die sie andauerte, wurden auch 4 Händel-Opern auf die Bühne gebracht. Das begann zunächst 1723 mit dem Muzio Scevola. Das ist die Oper, die von 3 Komponisten vertont wurde. Der erste Akt von Filippo Amadei, der zweite von Giovanni Bononcini und der dritte von Händel. Da man auch diese Oper ganz italienisch aufführte, wurde ein deutscher Prolog vorangesetzt, den Reinhard Kaiser komponierte, übrigens ein Prolog mythologischen Inhalts. Im gleichen Jahr, doch in der nächsten Spielzeit, kam der Floridantes auf die Bühne, und hier wurde zum zweiten Mal das Verfahren angewendet, dass man die Arien auf Italienisch ließ, die Rezitative jedoch nachdichtete, und auch diese Rezitative hat Reinhard Kaiser vertont. Dann gab es eine Pause von 1,5 Jahren, und zum Ende der Spielzeit 1723/24 wurde angekündigt, dass man jetzt den großen Cäsar aufführen würde. Die Aufführung aber verzögerte sich, weil der Operndirektor die Übersetzung und die deutsche Nachdichtung ausgerechnet dem Sekretär der britischen Gesandtschaft, Herrn Lediard, übergeben hatte, der natürlich weder Dichter noch Deutscher war und der dann, als er sein Werk vollendet hatte, auch reichlich Kritik erntete. Jedenfalls, der Julius Caesar wurde in diesem Jahr überholt vom Tamerlan. Wahrscheinlich war der
eingeschoben worden, weil der Cäsar einfach nicht fertig wurde. Und mit dem Tamerlan kommt dann erstmals Georg Philipp Telemann mit der Händel-Bearbeitung selber in Berührung. Diese Oper erhielt von Johann Philipp Praetorius einen deutschen Text. Telemann komponierte die Rezitative, zwei eingefügte Chöre und komponierte auch einen Tanz. Und weil das ja so eine düstere Materie ist, hatten sich Praetorius und Telemann ausgedacht, das ganze Werk mit einem heiteren Intermezzo zu unterbrechen. Dann im November darauf kam der Julius Cäsar endlich zur Aufführung, und weil der Pimpinone, so war das, das war das Intermezzo, so gut eingeschlagen war, versorgte man auch den Julius Cäsar mit einem Intermezzo, diesmal mit La Capricciosa il Credulo oder Die geliebte Eigensinnige und der leichtgläubige Liebhaber, die gleichen Autoren, nämlich Johann Philipp Praetorius für den deutschen Text und Georg Philipp Telemann für die Komposition. Am Ende dieser Spielzeit trat die adlige Direktion ab und es übernahm wieder der Schott-Erbe Gumprecht die Leitung. Und der war 1724 in London gewesen, hatte einige Händel-Opern subskribiert, auch einige so erworben. Und so brachte er gleich beim Antritt seiner Direktion den Ottone heraus. Dazu hatte er gewonnen, wiederum einen deutschen Dichter, Johann Georg Blauche, und Telemann, der die Rezitative zu vertonen hatte. Aber Telemann ging in diesem Fall ganz anders vor. Er tauschte etliche Arien von Händel durch eigene aus, fügte auch noch zwei fremde Arien hinzu, weil man in diesem Fall das sehr verknappte Libretto aus London mit dem Ursprungslibretto aus Dresden 1719 erweitert hatte und natürlich mehr Musik brauchte. In der gleichen Spielzeit kam dann die Oper Der hochmütige Alexander heraus. Hier machte man wieder einen anderen, benutzte man eine andere Methode. Man fügte die Musik von Agostino Stefani, unserem lieben Bekannten aus Hannover natürlich, die Rezitative von Agostino Stefani ein, der eine Oper zum gleichen Sujet komponiert hatte. Danach, als Gumprecht wiederum die Direktion aufgegeben hatte, gab es eine Direktion unter dem britischen Gesandten von Rich mit 100 Subskribenten. Dazu wurde die Oper Richard oder Ricardus Primus, König von England, ausgewählt, und Telemann bekam mit Christoph Gottlieb Wendt den Auftrag, diese Oper für die Hamburger Bühne zu bearbeiten. Und das Ergebnis war, dass 14 neue Arien eingefügt wurden, und zwar in einem intermezzoartigen Zwischenspiel, außerdem auch Szenen des zyprischen Volkes, die mit typisch rustikaler Musik ausgestattet wurden. Am Ende der Spielzeit 1729 gab es dann keinen Pächter mehr, der das Risiko übernahm. Und so dauerte es ein halbes Jahr, bis sich schließlich die Primadonna, die langjährige Primadonna des Hauses, Margareta Susanna Kaiser, zusammen mit einem gewissen Herrn Krohn entschied, das Haus selber zu pachten und in ihrer Pachtzeit, die von 1729 lief, bis zum Jahre 1737 kamen vier weitere Händel-Opern zur Aufführung. Da ist zunächst 1730 der Admetus, der auf die gleiche Weise wieder Arien italienisch, Rezitative deutsch
auf die Bühne kam. Wir wissen nicht, wer die Rezitative vertonte, möglicherweise Reinhard Kaiser. Und die nächste Oper dazwischen war die Wiederaufnahme der Armida. Die nächste Oper am 25. Februar 1732 war dann unsere Kleofida, über die wir später noch einmal etwas genauer sprechen. Im folgenden Jahr, im Herbst 1733, kam dann die Parthenope. Diesmal hatte Reinhard Kaiser die Rezitative vertont und 1734 wieder im Herbst dann die Rodelinda. Auch hier vermutet man, dass Kaiser die Rezitative vertont hat. Außerdem gab es Händel-Arien auch in anderen Opern, wie zum Beispiel in der Judith, wo drei Opern aus Händels Lothario eingefügt wurden. So viel zum Spielplan. Von den 19 Händel-Opern, die in Hamburg aufgeführt wurden, hat sich nur in 5 Fällen die Hamburger Partitur erhalten. In einem Fall, dem von Reinhard Kaiser bearbeiteten Floridante, liegen wenigstens die Hamburger Arien vor. Als musikalische Bearbeiter sind uns bekannt Reinhard Kaiser mit 2 oder 3 Titeln, Johann Matteson und Johann Georg Lienicke mit jeweils einer Oper. Telemanns musikalische Bearbeitung lässt sich an 5 Händel-Opern nachweisen. In der Reihenfolge Tamerlan 1725, Otto 1726, Richard 1729, Almira und Kleofida beide 1732. Bis auf den Tamerlan sind uns alle musikalisch überliefert. Darüber hinaus wurden Telemannsche Intermezzi nach jetziger Kenntnis in mindestens 3 Opern eingelegt. Pimpinone in Tamerlan, La Capricciosa und Pimpinone in Julius Caesar und Buffonett und Alga in Rinaldo. Von diesen 3 Intermezzi ist Pimpinone komplett und La Capricciosa fragmentarisch erhalten. Schon oberflächlich geht aus den überlieferten Partituren hervor, dass Telemanns Eingriffe in die Substanz der Originale potenziell weitergehen als bei den anderen Bearbeitern. Dies könnte man als autonomes Handeln bezeichnen oder aber mit Mattesons Absenz, Karenz als Einflickungen beklagen. Nun zur Partitur der Kleofida. Dem wichtigsten Quellenforscher der Hamburger Oper, Walter Schulze, war dieses Manuskript noch nicht bekannt. Über ihren Provenienzgang teilte mir Jürgen Neubacher, Leiter der Abteilung Historische Bestände der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg, Folgendes mit. Ich zitiere: Sie gehörte bis zur Auktionierung 1870 der Bibliothek Otto Jahns, wurde 1870 oder später von Friedrich Krüsander erworben und ist dann über den 1956 familiärerseits erfolgten Verkauf einer zweiten Tranche der Krüsander-Bibliothek in unsere Bibliothek gekommen. Erst in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde sie durch Graham Cummings im Rahmen seiner Poro-Edition für die Hallische Händel-Ausgabe genauer untersucht. In einem Beitrag für die wissenschaftliche Händel-Konferenz, abgedruckt im Konferenzbericht des Jahres 2000 unter dem Titel Händel, Telemann and Metastasio in the Hamburg Kleofida, fasste er seine auf den Weg des Librettos ausgeweiteten Forschungen zusammen, auf die ich hier ausdrücklich verweisen möchte. Seine Aussagen zur Bedeutung für die Hamburger Händelpflege aber sind zumindest ergänzungsbedürftig. Zunächst soll eine Einordnung der Handschrift in die von Schulze vorgenommenen Kategorisierungen Autograph, Kopie und Urschrift versucht werden. Im Einzelnen kann man am äußeren Erscheinungsbild und am Inhalt der Handschrift feststellen, eine Übereinstimmung des gedruckten Librettos Triumph der Großmut und Treue oder Kleofida, Königin von Indien, und zwar in beiden Auflagen 1732 und 1736 trifft zu.
aus der Rückseite des handschriftlichen Titelblattes, das die Namen der hinlänglich dokumentierten ausführenden Sänger der Hamburger Oper enthält, geht ein Gleiches hervor. Aus Streichungen in der Partitur, die teils aus Einfügungen bzw. Ergänzungen resultieren, im Sinne einer speziellen durch das Libretto dokumentierten Bühnenfassung, aus aufführungspraktisch intendierten Bleistifteinzeichnungen, die einen Gebrauch im Orchester dokumentieren, schließlich aus einem Vergleich der Schriften, die sich decken mit der über einen längeren Zeitraum für die Hamburger Oper tätigen, meines Wissens namentlich leider noch nicht ermittelten Opernnotisten, und schließlich aus den Rezitativnoten der Szenen 1 bis 4 von der Hand Georg Philipp Telemanns, die im Vorwort des Librettos als der im Vorwort des Librettos als Komponist der Rezitative genannt wird. Daraus folgt, dass es sich bei dem Kleofida-Manuskript um eine Partitur des für die Hamburger Bühne adaptierten händischen Poro handelt, die offensichtlich dem einstigen Opernarchiv entstammt und nach der Definition von Walter Schulze als Urschrift zu betrachten ist. Die Eintragungen durch Telemann machen sie zu einem Teilautograph. Zusammen mit der Almira sind diese beiden die einzigen Händel-Opern, in denen sich Telemanns Handschrift nachweisen lässt. Die Partitur selbst lässt sich problemlos lesen. Sie zu deuten ist schon etwas schwieriger. Zwei Fragen soll hier nachgegangen werden. Die Sängerliste auf der Rückseite des Titelblattes zeigt eine Besetzungsänderung an. Die Rolle des Kandartes sollte ursprünglich von Ernst Karl Ludwig Westenholz übernommen werden, ein führender Bassbariton der Oper und des Chorus Musicus der Stadt. Dann wurde er ausgestrichen und durch Otto Ernst Gregorius Schieferlein ersetzt, ein Altfalsettist, also eine ganz andere Stimmlage, zu diesem Zeitpunkt Debütant an der Hamburgischen Oper. Ursprünglich war er für die Rolle des Timagenes vorgesehen, der in der Originalversion von Händel keine Arie singt. Dort rückte nun an seine Stelle der Bassist Monsieur Heller. Der Hauptschreiber A. richtete sich weder nach den Stimmgattungen im Sinne der ersten Besetzungsvariante noch der zweiten. Er sah für alle Stimmen den Sopranschlüssel vor, wie er auch bei der Abschrift der Arien aus dem Walsh-Druck konsequent den G- bzw. Violinschlüssel in den Canto- bzw. C1-Schlüssel überführte. Alle anderen, ob Bariton oder Tenor, werden von ihm in den Rezitativen, in den Arien sowieso, mit dem Sopranschlüssel bedacht. Telemann, der die Rezitative der ersten Szenen direkt in die vorbereitete Partitur komponierte, trägt den Sopranschlüssel im Fall des Kandates eigenhändig nach, also kein Bass, und noch bedeutsamer setzt für Timagenes ostentativ den F-Schlüssel. Damit ist klar, dass die auf dem Umschlag notierte Besetzungsänderung, falls sie nicht auf einem Missverständnis oder Irrtum beruhte, noch in der Vorbereitungsphase erfolgte. Das könnte bedeuten, dass Telemann erst im Laufe der Planung und Erarbeitung einbezogen wurde und bei der Festlegung der Besetzung nicht konsultiert worden war. Bei der Erfüllung seiner Pflicht oder seines Auftrags stellte sich ein Dissens in der Besetzungsplanung heraus. Denn Händel hatte natürlich den Kandates für eine Altstimme komponiert und den Timagenes für eine Bassstimme. Um seine Auffassung, den Wechsel von Alt zu Bass bei Timagenes unmissverständlich zu erklären, fügt er den F-Schlüssel an den erforderlichen Stellen in den Szenen 1 bis 4 ein. Die zweite Frage, warum enden Telemanns Rezitativeintragungen auf Blatt 15 Versus, also in der vierten Szene des ersten Aktes? Hier ist man weitgehend auf Vermutungen angewiesen. Telemanns Eintragungen enden an jener Stelle der vierten Szene, an der eine Einfügung aus der Dresdner Version der Kleofide von Hasse erfolgt. Das war dem Opernschreiber nicht bekannt. Auch der Librettist Wendt scheint dies nicht vorgesehen zu haben, denn von ihm hatte der Kopist natürlich die ursprüngliche Version des deutschen Textes.
Telemann gibt offenbar das gesamte Manuskript an den Schreiber zurück und wartet auf die Textergänzung vom Librettisten. Nach Erhalt des gesamten Textes vollendet er die Komposition auf separatem Papier, das uns nicht mehr vorliegt, während sich die Partitur noch beim Opernnotisten befindet. Ein zweiter, wenig qualifizierter, mit Telemanns Schrift wie mit dem italienischen kaum vertrauter Schreiber, kopiert dann Telemanns zweiten Teil der vierten Szene, bestehend aus Rezitativ und Arie. Von Telemann wird diese Abschrift später vehement korrigiert. Anschließend trägt er, der Kopist, alle restlichen Rezitativnoten bis zum Ende der Oper aus Telemanns Vorlage ein. Auch der zweite Schreiber unterliegt übrigens dem Trugschluss, dass Timagenes im Sopranschlüssel zu notieren sei, was Telemann später am Rande moniert, aber nicht korrigiert. Folgende Arientranspositionen werden bei den Rezitativanschlüssen nicht mehr durch Telemann berücksichtigt, auch dort nicht, wo der Opernnotist dies in der Partitur vollzieht. Dieses Notationschaos wirft kein gutes Licht auf die Organisation im letzten Jahrzehnt der Hamburger Oper. An der Judith-Partitur vom Herbst des gleichen Jahres lässt sich übrigens Ähnliches beobachten. Telemann besitzt zwar die Autorität eines in Anführungszeichen berühmten Mannes, wie er bisweilen in den Libretto-Vorworten genannt wird, die Zügel in der Hand hält er nur in seinem Bereich der Musik. Die Direktion plant für sich, Telemann sorgt für die Umsetzung, wo ihm die Planung gegen den Strich geht, wo sie der Sache zuwiderläuft, stößt er sie um und ordnet sie neu. Es bleibt unbestreitbar, dass Telemann wohl an der Erstellung der Adaption, nicht jedoch an der Auswahl, Besetzungsplanung und Organisation beteiligt war. Das dürfte diejenigen verwundern, die davon ausgehen, dass Telemann vom Mai 1722 bis zum Ende der Gänsemarktoper musikalischer Direktor gewesen wäre. Repertoire, Spielplan und andere Indizien, vor allem aber Telemanns sonstige Beschäftigungen, sprechen hier eine andere Sprache. Und ich komme zum Schluss mit einem kurzen Rückblick beziehungsweise auch mit einem Ausblick, wie Telemanns Arbeit an der Hamburger Oper überhaupt einzuschätzen ist. Nach meinem Eindruck ist Telemann zwar an Händels Kompositionen persönlich interessiert. Es gibt Fälle, in denen er sich sowohl allgemein als auch direkt von ihnen beeinflusst zeigt. Doch reicht das hin, ihn als Initiator dieser schon vor ihm begonnenen Händelpflege zu betrachten, wie es die Telemann-Literatur verschiedentlich tut? Ich glaube, dass dies seiner eigenen Agenda, seinem vielfältigen Engagement auf vielen Gebieten, nicht zuletzt seinen verlegerischen Aktivitäten, nicht entsprochen hätte. Vielmehr kommt den unterschiedlichen Operndirektionen, die in erster Linie aus kommerziellen Gründen, erst in zweiter aus künstlerischen Erwägungen handelten und dann vor allem den Interpreten, soweit sie Händels Opern liebten, und darüber besteht wohl kein Zweifel, zu. Nach Schließung der Gänsemarktoper hörte auch die Händelpflege in Hamburg auf. Telemann, der sich selbst als des Englischen mächtig bezeichnete, hätte mit Leichtigkeit ein Londoner Oratorium in seine regen Konzerttätigkeit einbeziehen können. Wie es aussieht, hat er das aber nicht getan. Dankeschön.